Wir sind wieder zurück. Herz pocht immer noch. Und jetzt müssen wir auch noch im Dunkeln eine beschissene Alge finden. Fast korrekt. Ich muss im Dunkeln eine beschissene Alge finden. Willkommen zurück. Was für eine Folge haben wir eigentlich? Oh Gott, das ist sie 11, glaube ich. Ja, es war jetzt, glaube ich, die vierte. Wir hatten vorhin vorher 7 aufgenommen und jetzt laufe ich in die richtige Richtung. Aber ohne Gewehr, ne? Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Angaben, doch, das war doch richtig, oder? Wir sind auf der Seite. Genau, elternhaft für ihre Kinder. Ja, Kinder, guckt das nicht irgendwie, weil es ist ganz schön gruselig. Und wenn ihr uns immer zuhört, wenn wir dem Monster begegnen, so klingt ihr, wenn ihr schreit, kleine Kinder. Also, ja. So, da unten rechts ist das Wasser. Genau. Sind wir da? Links ist, müsste auch Wasser sein, dann müsste der See oben, dieser kleine Fluss sein, ne? Du müsstest jetzt bei dem Weg, also eigentlich müsstest du den, ich zeige jetzt mal mit dem Finger auf der Karte, nicht diesen Posten da oben mit dieser Pfote, rechts von dem blauen Weg, müssten wir eigentlich fast sehen können. Da müssten wir eigentlich sozusagen diesen Punkt nur sehen und dann in die exakt gegengesetzte Richtung vom Wasser weglaufen. Genau. Also da ist das Wasser, ja, nicht so schnell. Da hinten ist ein Punkt. Da hinten, da ist irgendwas. Den haben wir garantiert nicht. Nee. Alter, bleib stehen. Na, das ist vor allen Dingen hinter dem Baum. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Nein! Ach Mann, Alter! Das war ein großer Schritt zur Seite. Ja, aber was... Ich ein ganz kleines bisschen... Die Steuerung ist nicht optimal. Naja, vor allen Dingen ist der Typ nicht so optimal. Der baut ständig Mist. Aber jetzt sehen wir es wenigstens. Jetzt sehen wir es gut. Gut. Und unbekannt. Nein, haben wir nicht. Ja, und haben wir irgendwas Bekanntes da hinten? Da sind Köpfe, unbekannt, schön. Ja, alles unbekannt. Unbekannt. Da oben sehen wir jetzt auch nichts. Vielleicht können wir ja mal hier am Wasser zurücklaufen. Vielleicht sehen wir dann die Ruinen da. Ja. Also, versuch's jetzt einfach mal. Na, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sterben. Und wir haben ja gerade gespeichert, ja, das wäre jetzt nicht dramatisch. Das ist alles nicht so schlimm. Das nimmt einem ein wenig die Angst, tatsächlich auch. Was ist hier? Oh. Wir haben keine Medizin, mehr. Müssen wir sowieso nochmal zurück ins Lager, ne? Nein, in dem Lager gab es, glaube ich, keine Möglichkeit, das herzustellen. Das ist ungünstig. Das letzte war ein Vega. Das letzte war ein Vega und dazwischen hat uns das Monster aufgelauert. Oh Mann. Ja, tolles Spiel, danke. So, da oben. Das ist schon nicht so ideal, ne? Okay, also... Ansonsten, wenn du dem Küstenstreifen jetzt folgst, müsstest du eigentlich nach Vega kommen. Also wird das zwar jetzt eine sehr traurige Folge für euch, aber... Ja gut, aber es gibt ja noch mehr, also wir hören ja jetzt nicht auf zu spielen. Genau. Da sehe ich diese Statue und da oben sehe ich aber nur... Da hinten sehe ich noch was. Sehr gut. Na... Hab's. Genau. Eins. Das könnte ich, das Ding da hinten. Kann ich auch nicht. Das kann ich ja vielleicht auch noch gleich mitnehmen. Ah, da sind wir. Das wird ein ganz schön langer Weg bis nach Vega, ob wir das schaffen. Ach du liebe Güte, bevor wir tot umfallen. Jetzt können wir das erstmal hinzufügen. Aber jetzt da im Dunkeln, ohne... Nee, das hatten wir da hinten. Darf ich? Ja. Ja, das können wir ja nicht. Doch, das können wir auch noch. Ah, okay. Und das ist jetzt nämlich der da. Ey, wir haben mal einen eingezeichnet. Ja, da stimmt, tatsächlich. Okay, gut. Dann versuch mal jetzt schnellstmöglich dem Küstenverlauf zu folgen. Ja, ob das was wird. Weil wir müssen es ja probieren. Haben wir diese Verpflichtung, ja? Ja. Okay. Na, was willst du denn sonst machen? Wir können jetzt nicht in der Tür 10 Minuten warten, bis wir sterben. Naja, wir hätten jetzt ja auch nach der Alge suchen können. Es wird ja gerade dunkel. Ja, aber ohne Labor in der Nähe ist es halt blöd. Richtig. Ach, scheiße, er stuckt gerade so ein bisschen vor sich hin. Also. Ja, das sind die Felsen, der hat Probleme mit Kanten. Ja, super. Ich habe auch Probleme mit Kanten. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal. Sehen wir hier noch was? Ihn da nochmal ins Holen. Mit den beiden. Ja. Vielleicht. Nur mal den ganz hinten, den wir noch nicht hatten. Da. Genau. Okay. Durstig ist er auch. Na, das lässt sich ja lösen, das Problem. So, jetzt sehen wir da noch ein bisschen mehr vom Meer. Und... Entschuldige. Da, ja, schön. Vorrand. Es läuft, wie es läuft, Kinder. Ist das alles und dann schön. Sterben wir kurz vorm Outpost Vega und... Alles weg. Alles weg. So, jetzt mal erstmal hier noch
mal ein Feuerzeug nicht mit einem Regen an. Aber die Wettergeschichte war schon ganz gut. Das hat sich früh angekündigt, ne, mit dem Wetter. Ja. Mit dem Donner vorhin und so, dass es nicht so gut laufen wird. Ich würde da ja gerne einfach schnell rüberschwimmen, aber das wird, glaube ich, nichts. Ich fürchte auch. Also ich würde da jetzt wahrscheinlich eher rüberschwimmen. Aber ihmchen hier nicht. Das ist doch bestimmt von der Seite irgendwo das blöde Monster auch. Gibt's kein Monster. Es gibt kein Monster? Wir reden uns das jetzt ein, okay? Ja, es gibt kein Monster. Ja, die haben doch alle nur Halluzinationen, erzählen sie ja ständig. Richtig. Och nö, oder? Dummer Kerl. Ey, weh, du fällst jetzt hin bei so einem Scheiß. Okay, he's not very well. Ja. Was geht noch? Ein bisschen hast du noch. Da geht noch was. Ich denke, vielleicht schaffen wir das sogar noch. Vielleicht schaffen wir es, ja. Ah, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Oh Gott, lauf doch. Ich finde es auch echt gemein, dass wir nur einmal Medizin mitnehmen können. Das finde ich mies, also dass man drei kommen. Videospiellogik. Ja. Lass ihn doch drei davon mitnehmen. Vor allem, warum ist da nicht ein Labor da in der Hütte gewesen? Ja, vor allem braucht er die Medizin ja auch total oft. Also ja. Du brauchst ja echt alle zwei Let's Play-Folgen, also alle halbe Stunde. Und so oft ist man ja nur da leidet auch ein bisschen das Erforschen, finde ich. Also ich hätte jetzt gerne mehr, es ist nachts, ja, ich hätte jetzt gerne mir das angeguckt bei strömendem Regen und Nacht, das wäre voll gruselig gewesen. Ja. Also es wäre einfach unterhaltsam gewesen sozusagen, wenn man denn das gerne gruselig hat. Da hinten ist auch ein Steinstapel. Oh Gott, vier Siegen sieht man jetzt hier nicht mehr. Also es wird. Nein, brems. Das sind zwei. Dann weißt du, wo wir sind. Nee. Doch, ja, die kriegen wir. Machen wir mal die Karte. Da. Jetzt klick. Ja. Das ist die. Okay, wir sind da. Und hier hinten. Nee. Ach, wir sind um die Kante rum. Okay, wir sehen ja, nicht mehr. Ja, das siehst du nicht mehr. Okay, dann laufen wir weiter. Wir müssten es eigentlich gleich geschafft haben. Ja. Oh scheiße, ihm geht's nicht mehr gut. Ihm geht's wirklich nicht gut. Ich kann ihn kaum noch steuern. Also er läuft kaum noch geradeaus. Oh gosh. Das sind bestimmt noch 200 Meter oder so. Ob er die noch schafft. Wäre natürlich jetzt perfekt, wenn wir... gleich die Stelle mit der Sandbahn kommen, oder? Oh, wir sehen auch fast gar nichts mehr, ne? Ja. Es ist dunkel und... Naja, und es verschwimmt. Guck mal, sein Sichtkegel verschwimmt schon total. Diese blöde Sandbank. Vorsicht. Ja, hätte ja gesagt, er lässt sich auch kaum noch richtig steuern. Ach, du liebe Güte. Ist das die Sandbank? Das ist die Sandbank, oder? Ja. Da müssten wir es gleich. Na komm, jetzt lauf halt! Und da muss er noch ein bisschen Laborarbeit verrichten. In dem Zustand. Ja, das. Lauf! Aber das ist ja eine Sequenz, das schafft er. Ich muss hier durch. Lassen Sie mich durch. Ich bin kein Arzt, aber ich muss hier trotzdem durch. Da. Komm. Ja. Komm. Los. Oh Gott. Jetzt nicht sterben, Alter. Nicht sterben. Wo sind die Dinger? Nein, hier sag nicht, dass doch hier. Och. Da die weiß. Da hinten, genau. Und schnell. Ja. Oh. Scheiße. Oh Mann. Liebe Güte, ist das knapp. Weil es ist ja auch spannend, also so ist es ja nicht, aber es ist halt trotzdem nervig, dass wir jetzt nochmal da hinten. Ja, vor allem jetzt nehmen wir die Medizin, jetzt machen wir gleich nochmal die Sequenz, um noch wieder eine mitnehmen zu können. Richtig. Und dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Na toll. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, wenn wir am Strand langlaufen, weil. Naja, da treffen wir zumindest das Monster nicht. Richtig. So, vielleicht soll ich die noch nehmen, ja. Ganz dringend. Und zack. Ja, schön! Oh. Sieht ja doch ganz anders aus plötzlich. So, dann nehmen wir mal hier noch den. Ich sollte mir vorher auch noch mal ein oder zwei Blumen da hinlegen, oder? Also können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen, wenn wir mal wieder woanders hinkommen. Ja, ja, wobei eigentlich an jedem Labor jetzt solche Blumen stehen, also. Na, ich bin da immer eher lieber vorsichtig. Man kann auch mal Pech haben.
Ja, aber wir müssen ja, nachdem wir die im Sumpf die Pflanze gefunden haben, müssen wir sowieso zurück nach Vega. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß, danke. Na gut, dann dann trinken so. Wir noch was? Wo stehen wir jetzt? Hinter dir. Hinter mir. Ach da. Ich würde jetzt auch ganz gerne speichern, ehrlich gesagt. Speicher dann besteht hinten in der anderen Ecke, ne? So, füll dich nochmal auf. Also im Prinzip hätte ich jetzt gesagt, lass uns einfach sterben gehen, aber... Nee, wo ist keine. War nicht? Hier ist keine Lampe. Achso, da musst du doch nochmal hoch. Hm. In die Hütte oben. Das ist ja kein großes Problem. Also Treppensteigen tut er nicht so gerne, aber... Oh, der schleppt sich immer die Treppen hoch. Also eigentlich genau wie ja. Ich. Das erinnert mich sehr an mich. Wenn ich nicht tödlich erkrankt bin. Also nicht? Alles in allem. Ja, in unser Freund, das Bett Monster, hier. Ja. Naja, von der Sache können wir schlafen. Das ist, ja, aber das Tag ist. Wird. Dann also wir schaffen es ja nachts vermutlich sowieso nicht mehr bis dahin. Ja, wahrscheinlich. Na gut, ab ins Bett. Ja, aber ein paar Minuten haben wir noch. Uiuiui. Das Spiel wird wirklich von Folge zu Folge spannender. Man kann es nicht anders sagen. Am Anfang war ich nicht überzeugt, aber ja, mal das Blut haben wir gleich mitgenommen. Ja. Und hübsch so. Ist es. Hübsch ist es auch. In seinen besten Momenten ist es wirklich verdammt hübsch. Ja. Ohne Frage. Ja, sehr gut. Dann, gerade diese Licht- und Wettereffekte sind hervorragend. Das können die echt gut, ja. Ah, nein. Die Treppen runter hetzt er dann wieder, wie ein Derwisch. Ja, und da musst du auch nicht langsam, wenn du komplett rückwärts läufst. Ja. Also. Wie ein Monster Truck ist der Typ. Bestimmt so ein Schrank von einem Kerl. So. Na, dann laufen wir mal hier jetzt lang. Bestimmt die Medizin jetzt schon auf dem Weg wieder verbrauchen, einfach weil er dann erschafft ist. Haben wir die Säule gerade zu eigentlich? Also irgendeiner hat mir doch kartografiert von den beiden. Ups. Ich habe die Karte zugemacht. Die haben wir noch nicht. Können wir uns die vielleicht noch holen? Und haben wir da hinten noch eine? Doch auf die Sandbank vielleicht. Ja. Die nehmen wir jetzt noch mit, also wenn wir schon mal hier sind. Also wir waren hier schon mal, so ist nicht, aber. Ich finde es jetzt gruselig, wenn hier jetzt plötzlich doch eine Leiche liegen würde, weißt du? Sowas mag ich immer total, wenn. Ja. Also sowas finde ich, also ich mag es eigentlich gar nicht, weil ich Horrorfilme auch hasse und so, aber wenn plötzlich sich die Umgebung so verändert, wo man schon sicher war an irgendeiner Stelle und dann kommt da plötzlich doch noch was Schlimmes. Okay, so, das haben wir. Ja, ist gut, komm, danke. Jetzt nehmen wir den Kopf. Ja. Wieso? Das gibt's doch gar nicht. Leave me alone. Vorhin ging's nicht, okay, aber jetzt haben wir doch die auf der Insel. Die haben wir doch jetzt. Okay, geh weiter. Egal. Die wollen uns auch einfach nicht kartografieren lassen. Nee. Gemeinheit. Jetzt haben wir schon uns so viel Mühe gegeben, zu verstehen, was sie da von uns wollen. Ja. Und jetzt lassen sie uns trotzdem nicht machen. Lassen sie uns einfach nicht. Oh, dass wir diesen Weg echt nachts. Das war jetzt, den hätte ich ja in der Realität nachts nicht gefunden. Also, ich wäre wahrscheinlich halb ertrunken angekommen. Schon komplett nass und so. Ja, genau. Nicht schlecht, Herr Specht, haben wir gut gemacht. Also, vor allen Dingen ich. Ja, du hast uns da in diese brenzlige Lage gebracht. Ja, komm. Weil du den Hang runter kullern musstest. Ja, so eine Teletubby-Rolle. Hang runter. Tabby, aua! Hat er gemacht. So, du blödes Ding, ne? Das war dich nicht. Also, haben wir jetzt hier noch einen zweiten Punkt, weil dann könnten wir uns ja hier direkt. Aber wir sehen jetzt nur eine Statue, ja, ne? Wir sehen ja hier nichts. Wir können die da hinten auf der Insel. Und oben haben wir auch zufällig nichts, oder? Ist nix. Ne. Sieht nicht gut aus. Da an der Ecke ist aber auch nichts. Also wir müssen jetzt. Ja. Oh, jetzt hätte er ja noch hinfallen müssen, wieder bei von dem halben Meter da unten. Ja. Das ist aber auch echt so ein Tollpatsch, der Kerl. Der tolle Patsch. Na gut. Hier noch um die Ecke, da müssten wir ja schon wieder ein bisschen was sehen. Ja. Genau. Das aber geil, mach mich auch irgendwie. Kannst du uns hier? Ja, machen? Ich versuch's. So, dich haben wir. Da genau in der Landzunge an der Ecke sind wir. Genau. Ja. Das habe ich. Schon mal schön. Und jetzt müssten wir doch eigentlich auch noch. Da einen riesengroßen Bereich freischalten. Ja, das war schon gar nicht mehr so schlecht. Und kriegen wir jetzt diese dumme Statue da? Naja, sicher. Nee! Die ist, jetzt ist sie markiert. Ja, ach so.
warum? Vermutlich, weil sie jetzt in den. Ach, weil sie in unserem Radius mit drin liegt. Schau mal. Ja, ja gut. Ja, ich werde mich nicht beschweren, aber. Strange. So, so. So einer bist du. Jetzt muss ich hier durchs Wasser so halb durch. Ja. Nein, mein Messer ist weg. Mein Jared ist besser, ich habe mich so stark gefühlt. Ja, versuch nicht krank zu werden, weil du so lange baden gehst. Ja, auch nicht mit vollem Magen schwimmen gehen. Ne? Essen muss er aber nie was, oder? Also nee, nee. Trinken muss er sehr realistisch. Na, was er an Pillen frisst. Ja gut, das reicht. Reicht als Nahrung. Das reicht wahrscheinlich. Den halben Wald schon leer gefuttert. Ja. Ich würde dann hier jetzt auch da hochgehen geradezu, ne? Hier so? Nee, nee. Also da so. Da schon geradezu. Da so. Okay. Da. Mann! Ich rutsch nicht immer ins Wasser. Hallo. Kommen Sie mal mit. Ja Gott. Ja klar, so noch weiter hier rechts rum müssen wir hin. Da genau. Kommen wir zwar her, aber das. Das sieht hier so aus wie dieser Grat, dieser Dschungel, dieser Sumpf. Ja. Die Bäume sehen alle so grün aus, so giftig. So ungesund. Als würde sich da auch gleich das Monster hinter verstecken. Ey, sag sowas nicht. So, jetzt wäre es schön, wenn es Nacht werden würde, ne? Weil eigentlich brauchen wir das jetzt bei Tag hier nicht. Also. Ja. Da kann jetzt nur wieder irgendwas schief gehen. Ob wir nachts sicherer vor Monster sind, weil es uns nicht sehen kann? Bei unserem Glück kann es nachts besser gucken als wir. Richtig. Hier ja. Wächst das bestimmt, oder? Da kannst du auf jeden Fall was mitnehmen. Was ist denn das? Ist das Zeug? Nee, du hast einen Stein. Das ist ein Stein. Ja, gut. Da. Oh, du kannst Steine werfen. Vielleicht sollten wir mal uns einen aufheben für das Monster. Also ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber... Naja, mehr als einfach gar nichts machen, oder? Ja. Weiß nicht, vielleicht. Na gut, dann versuch nochmal zu den Ruinen hochzugehen, zu dem Zelt, weil da kannst du ja dann schlafen. Stimmt. Gar nicht so aber ich dumm. Denke mal, das wird hier schon der Sumpf. Das wird hier sein, oder? Das sieht ja. So aus, also am Tag sind sie nicht zu unterscheiden, die Algen von irgendwelchem Moos. Moos genau. Ist hier ja nun genug. Und nachts wird da, werden da einzelne Flecken wahrscheinlich irgendwie blau leuchten. Ah, also nochmal so einen grauen Pilz hier mit? Den können wir auch noch mitnehmen. Aber da war ja kein Labor oben, ne? Muss doch, doch, also ein Untersuchungslabor. Ach so, war da. Okay, wusste ich jetzt nicht mehr. Vorsicht. Ja, ja. Muss sie nur irgendwie hochkommen. Mhm. Danke für den Tipp. Ja, hier. Ja, doch. Oh. Da wo Moos ist, die alte The Elder Scrolls Regel. Die Elder Scrolls Regel. Wo Moos ist, kann man an den. Genau, wo irgendwie Gras wächst, kannst du hoch. Richtig. Immer wieder gut. So, da müssen wir jetzt hoch. Genau, hier hoch. Und gleich mal merken, wo wir runter. Ja, also einfach wieder hier genau. Den Hang runter und dann nach links. Scharfe Kurve links, um 180 Grad quasi. Okay, wo ist es jetzt hier? Da. Da. Here we go. Vorsicht. Ja, es ist mit ihm immer nicht ganz einfach. Wo er überhaupt langlaufen kann. Und er langlaufen will. Ja. Das überlegt er sich immer sehr genau. So, dann untersuchen wir das doch mal. Untersuchen wir mal den Stein zuerst. Nee. Oh, da. Genau. Ah, was? Versunken. Was haben wir denn da? Ist jetzt so grau-blau, das Ding? Das schön, wie immer noch das Objektträgerplättchen da so ganz... Suffisant reinstupst. Und was hat er gefunden? Grey Shelf Fungus. Okay. Mental. Na, das haben wir ja schon. Also das. Genau. Das ist das gleiche, also die gleiche Funktion sozusagen. Also kennen wir schon zwei Sachen, die das herstellen. Genau. Dann packst du einfach mal in die Box rein und die ist hinter dir, glaube ich. Jo. Jo, jo, jo. Und dann speichern wir ab und dann sind wir fertig. Für jetzt. Für jetzt, genau. For now. Ja, wir sehen uns nächste Folge wieder, dann mit nächtlicher Sumpferkundung. Ja. Das hat bisher immer gut geklappt. Und das darf wieder Nick machen. Ich weiß ja schon, wer er kommt. Wer mich besuchen kommt. Der Slenderman. Ja. Auf vier Pfoten. Ja, ich habe keine Lust. Ich spiele das Spiel nicht mehr weiter. Nein, kein Rage-Quit hier. Kein Scare-Quit an dieser Stelle. Nee, ich mache nicht die Karin, keine Sorge. Nein. Also. Selbst wenn, wäre auch nicht schlimm. Tschüss. Macht's gut.